Ich rede über keinen der großen Kämpfer schlecht. Ich mag diese Kämpfer mega fest und ich ehre sie zu höchst. Ich glaube sogar sehr viel mehr. Es ist sehr ehrhafter, jemanden dafür zu mögen und zu ehren, was die Wahrheit über diese Person ist. Ich muss keine Lügen verbreiten, um jemanden höher zu stellen, als er ist oder als etwas darzustellen, was er nicht ist. Jemand, dessen Realität so überwältigend ist, braucht keine Lügen. Bruce Lee war der größte Kampfkünstler des 20. Jahrhunderts, aber er war nicht der stärkste Kämpfer, bei weitem nicht. Er war nicht mal ein extrem starker Kämpfer im Vergleich zu anderen Wettkämpfern. Was ihn so groß gemacht hat, war die Art, wie er die Philosophie rübergebracht hat. Seine Filme, die Millionen inspiriert haben, seine Art zu denken und wie er unterrichtet hat, das machte ihn so groß. Er war mega stark im Vergleich zu einem untrainierten oder auch im Vergleich zu einem Normalo-Kampfkünstler. Aber er war nicht annähernd so stark wie ein echter Profikämpfer. Umgekehrt, Mike Tyson war ein ultra unglaublich guter Boxer. Unfassbar. Aber erstens konnte er halt nicht grappeln. Das heißt, jemand, der gut grappeln kann, wir wissen, Grappling ist Striking massiv überlegen, würde Mike Tyson besiegen können. Und Mike Tyson hat sich jetzt umgekehrt nicht sonderlich als Philosoph hervorgetan. Muhammad Ali war ein unglaublich starker Kämpfer und hat extrem viel getan für soziale Gerechtigkeit, wo sich Mike Tyson in jungen Jahren jetzt nicht, sondern auch sehr nicht herausgetan hat. Also jeder hat seine eigenen extrem hohen Stärken und Schwächen. Und mich stört die Respektlosigkeit von Menschen wie dir gegenüber Profikämpfern. Es ist respektlos, wenn du so tust, als wäre ein Bruce Lee so stark wie ein professioneller MMA-Kämpfer. Weil der professionelle MMA-Kämpfer gibt sein ganzes Leben, sein ganzes Herz, seine ganze Seele hin, nur um der stärkste Kämpfer zu werden. Und du tust so, als würde jemand das nebenbei machen können und dann als Hauptberuf noch Schauspieler sein, die Kampfkunst weiterentwickeln, unterrichten und so weiter. Und wäre nebenbei so stark wie ein McGregor oder ein Khabib oder irgendjemand anders dieser Top-Level-Kämpfer. Und das stimmt einfach nicht. Diese Lügen, die du verbreitest, das ist respektlos den Kämpfern gegenüber. Und ich empfinde sogar als respektlos Menschen wie Bruce Lee gegenüber, wenn du so tust, als wäre die Wahrheit über ihn eine Beleidigung. Und als wenn du so tust, als müsste man Lügen verbreiten, um herauszuheben, wie stark er ist und beziehungsweise war. Das finde ich herablassend. Und es ist arrogant und herablassend von dir, dass du glaubst, es besser zu wissen als ich. Das ist Arroganz. Ich halte mich nicht für was Besseres. Ich weiß, dass ich in meinem Gebiet ein Experte bin. Du wahrscheinlich in deinem Gebiet. So ist das Leben.